Ja, das war unser kleines Video zu dem neuen Move-Ökosystem von Manfrotto. Damit kann ich ganz einfach von zum Beispiel hier Stativ auf Slider wechseln, indem ich einfach nur drehe, das rausziehe und dann halt hier mounte. Ja, und ihr habt es eben gesehen, ich habe viele Möglichkeiten. Ich kann vom Gimbal auf das sogenannte Gimboom gehen, also auf meine Verlängerung. Das ist ein Einbein-Stativ. Da kann ich das Ganze rausfahren, kann dann Drohnenshots oder auch Chipshots simulieren. Und ich kann halt eben aus diesem Gimboom auch ein Gimpod basteln. Ihr merkt vielleicht schon den Wortwitz, Gimpod, Tripod, das ist nahegelegen. Deswegen, also ich baue einfach zwei Füße dran und habe dann durch das Einbein und die zwei Füße halt einen Tripod sozusagen, nennt sich Gimpod, und so kann ich halt eben dann auch Stativaufnahmen simulieren. Wenn ich meinen Gimbal oben drauf packe, habe ich sogar die Möglichkeit, mit meinem Handle die Pans und Tilts quasi aus der Ferne zu steuern, was auch ziemlich cool ist, und ja, habe halt so volle Kontrolle, habe ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, ich hoffe, das ist in dem Video ganz gut rübergekommen. Lasst mir gerne mal ein Feedback da, ob das was für euch ist, wie es euch gefallen hat, und ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an Manfrotto, die mich hier ausgestattet haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, das vorab zu testen. Mein Fazit, ich bin sehr happy damit, kann damit meinen Workflow auf jeden Fall sehr beschleunigen und werde auch Teile davon auf jeden Fall in der Zukunft nutzen, und ja, lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon haltet, und dann bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.